Check. Scheiß Trick. Oh, leck, Samo, warum laufe ich denn? Gehe alles, bin ich dumm. Hallo Leute, ich baue in der letzten Zeit öfters Stirnholzschneidebretter und da benutze ich eine Sache echt richtig oft. Und zwar sind das Rohrschraubzwingen. By the way, das sind die Rohrschraubzwingen aus meinem Online-Shop. Wie gesagt, wenn ihr da auch welche braucht, da sollten jetzt hoffentlich bald auch wieder welche auf Lager sein. Von denen werden jetzt auch bald noch einige bei mir in der Werkstatt ankommen, weswegen ich hier mal endlich eine richtige Möglichkeit brauche, um die zu lagern. Und da habe ich mir was ausgedacht, dass das Ganze auch hoffentlich praktisch sein wird. Also, bis dato habe ich diese ganzen Rohrschraubzwingen immer unter der Hobelbank gelagert. So diese 600 mm Variante, die liegt direkt unter der Hobelbank auf den Quertraversen. Und die 800 mm Variante, die habe ich immer unten quer unter die Werkbank drunter gefeuert. Und genau, das haben sie bis jetzt ganz gut ausgehalten, aber es ist trotzdem immer ein bisschen mühselig, dann unter diese Hobelbank zu greifen, um da eine Rohrschraubzwinge wieder rauszunehmen. Des Weiteren ist eine Sache eigentlich ganz cool an den Rohrschraubzwingen und so die Sache will ich auch mit dem heutigen Projekt so ein bisschen verbinden. Ich zeige euch mal, worum es geht. Ich würde fast schon behaupten, wenn man mehr... Macht mir erstmal die Kamera sauber, würde ich sagen. Ich würde mich so weit aus dem Fenster legen und behaupten, dass wenn man mehr mit Massivholz macht, das bedeutet mehr Massivholz, Leimholz herstellt, dass man irgendwann nicht mehr so wirklich um diese Rohrschraubzwingen drum herum kommt, weil die halt einfach ein Gamechanger sind, weil es viel einfacher ist, diese ganzen Bretter zu verleimen und weil es halt einfach ein besseres Leimergebnis gibt, mit weniger Aufwand vor allen Dingen. Hier ein kleiner Tipp, ich lege mittlerweile immer ganz gern die Bretter wie folgt auf die Rohrschraubzwingen, ich zeige es euch mal. Das hier ist eigentlich ein gutes Beispiel, nehmen wir an, das sind verschiedene Streifen, da lege ich die mir in meine Rohrschraubzwingen rein, habe vorher natürlich den Holzleim aufgegeben und als erstes kommt eine Rohrschraubzwinge oben drauf. Da drücke ich dann auf das Brett, spanne das Ganze fest und das verhindert in den meisten Fällen schon komplett, dass sich die Bretter irgendwie so verdrehen. Und das erspart euch halt eben einige normale Rohre. Hier seht ihr auch ein paar Schneidebrettblöcke. Ich nenne sie immer ganz gerne Blöcke. Daraus werden Streifen geschnitten, die dann nochmal verleimt werden. Und da mache ich das Ganze immer ähnlich. Unten drei Rohrschraubzwingen, wo das Holz aufliegt. Und dann oben zwei Zwingen, mit denen ich das Holz auf die unteren Zwingen aufdrücke, damit sie sich halt eben mit verdrehen. So funktioniert das Ganze relativ mühelos. Die Rohrschraubzwingen haben ihre Arbeit getan. Und dann hat man oftmals hier auf den 3/4 Zoll Wasserrohren so ein bisschen Holzleim und den sollte man entfernen. Da muss man jetzt aber nicht unbedingt anfangen, mit irgendeinem Schaber den Holzleim zu entfernen. Es reicht in den meisten Fällen, wenn man hier diesen Backen einfach über das Rohr bewegt, dann kann man diese Leimreste schon ohne viel Aufwand wirklich sehr, sehr gut entfernen. Ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, die Rohrschraubzwingen immer zusammenzuschieben, weil es dann einfacher ist, bei der nächsten Verleimung diesen losen Backen, der jetzt auch lose ist, dann wieder zu positionieren. Generell haben wir hier unten diese Bleche, die verhindern halt eben, dass die Rohrzwinge oder hier dieser bewegliche Backen in diese Richtung geschoben wird. Das hinterlässt immer so ein paar Marken auf dem Rohr, das ist aber nicht wirklich schlimm. Und wenn man diese Zwinge halt eben jetzt nutzt, dann kann man die ganz einfach so zusammenschieben, baut seinen Pressdruck auf. Man sieht schon so einen schönen, dass hier die Bleche in das Rohr eingedrückt werden. Und wenn man jetzt am nächsten Tag oder nach 2 Stunden zum Beispiel das Ganze löst, dann ist hier dieser Backen etwas fest. Man kann den, jetzt ist er nicht so wirklich angeknallt, aber wenn man den wirklich, wirklich anknallt, dann muss man hier ein bisschen nach unten drücken und dann ist das Ganze wieder frei. Wenn man die jetzt aber wirklich sehr, sehr fest anzieht, dann ist das hier oftmals ein bisschen mühselig. Deswegen will ich hier eine Sache machen, die ich auch in der Vergangenheit immer getan habe. Wie habe ich es in der Vergangenheit meistens gemacht? Ich demonstriere es mal hier nochmal kurz. Also die Rohrschraubzwinge habe ich natürlich vorher angezogen, um den Pressdruck aufzubringen. Übrigens hier mit diesen Griffen kann man auch sehr gut, sehr schnell, sehr viel Pressdruck aufbringen. Das ist dann nicht so mühselig und es dauert nicht so lang wie bei den konventionellen Schraubzwingen. Ich habe das Rohr genommen, habe es einmal hier dagegen geknallt. Ich habe den beweglichen Backen gelöst und ich habe im gleichen Zuge den Holzleim, der noch auf dem Brett war, gelöst. So habe ich es jetzt schon sehr, sehr oft gemacht. Ich benutze sie seit Jahren und so benutze ich die. Die werden ja nicht geschont, die werden gut benutzt. Und jetzt will ich heute ein cooles, mobiles, rollbares Gestell machen, was diese Funktion ja auch so ein bisschen vereint. Dafür habe ich Folgendes vorbereitet. Vielleicht bist du neu auf dem Kanal, vielleicht kennst du meinen YouTube-Kanal noch nicht. Deswegen will ich dir einmal kurz zeigen, was ich derzeit sehr, sehr viel herstelle. Und zwar sind das Stirnholzschneidebretter. Deswegen nutze ich auch die Rohrschraubzwingen so enorm viel. Und ich habe jetzt noch einige von meinem Eigenlager hier in meine Werkstatt bestellt, damit ich das hier bald ein bisschen effektiver machen kann. Also, wenn du ein Stirnholzschneidebrett haben möchtest, dann kannst du gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Die werden hier in der Werkstatt nämlich hergestellt. Also Leute, für die Leute, die das nicht wollen,
jetzt geht's mit dem Projekt los. Und genau, wer hätte gedacht, als erstes geht's mit dem Massivholzzuschnitt los und dafür gehen wir hier an die wunderschöne Pendelsäge. Let's go! Hier ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Grobzuschnitt macht, gerade bei solchen Gestellen, wo man viele gleiche Teile hat, die ja alle im Prinzip als Streifen ausgeführt sind. Ich habe zum Beispiel hier den Plan, schreibt euch immer die Nummer von dem Teil, was quasi für gleiche Teile steht. Das heißt, wenn ihr vier Senkrechten habt und da habt ihr noch eine Waagerechte, die irgendwie auch das gleiche Maß hat, schreibt euch die Nummer auf den Plan. Reißt sie vielleicht ein, schneidet eure Teile zu, schreibt euch vorher auf, wie viele von diesen Streifen ihr braucht und schreibt dann die Teilenummer auf das Brett und dann als kleine Zahl, wie viele dieses Brett auch ergibt. Dann kommt man ein bisschen besser vorwärts und schneidet auch nicht zu wenig zu, weil das ist ja oft mal das Zeitintensive, wenn man nochmal alles neu machen muss, weil man einen Teil vergessen hat. Also Leute, wir haben jetzt ganz viele Teile hergestellt. Ich habe leider vergessen, oben die Teile herzustellen, wo die Löcher reinkommen. Deswegen werde ich die später nochmal machen. Wundert euch aber nicht, warum es so viele Teile sind. Ganz einfach, weil es direkt für zwei Rohrschraubzwingenwagen gedacht ist. Und deswegen sind im Prinzip die Teile doppelt. Wenn man das einfach baut, also ein Gestell, dann braucht man also ein bisschen weniger Holz. Um genau zu sein, braucht man wirklich relativ wenig Holz. Ich denke, so zwei Bohlen aus dem Baumarkt sollten da eigentlich auch schon unbedingt reichen. Übrigens, die sind auf 30 mm dick runtergehobelt. Einfach nur, weil manche von den Bohlen, die ich habe, 35 mm dick sind und manche sind irgendwie 45. Und weil ich dann einfach mal mir irgendwann angewöhnt habe, das auf 30er Ware runterzuhobeln, dann hatte ich das einfach beibehalten. Deswegen sind die 30 mm nur dick. Ganz genau. Wie werden wir die verbinden? Mit Flachdübeln. Das ist manchmal, wenn man noch nicht so oft mit der Flachdübelfräse gearbeitet hat, also hier mit so einem Teil, dann kann das manchmal ziemlich verwirrend sein. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich es mittlerweile angehe, dass man hier wenig Fehler macht und die Teile auch nicht verdreht. So wie ich es jetzt mache, müsst ihr die Teile auch gar nicht beschriften. Ich werde euch zeigen, wie es geht. Wenn man da so ein bisschen was beachtet, ist es super simpel. Genau. Also generell, als ersten Punkt, das ist die Flachdübelfräse von Makita. Die habe ich mir mal gekauft, weil die nicht verkehrt ist und die hat auch irgendwie gefühlt jeder. Und des Weiteren haben wir den Anschlag oben nicht drauf. Das bedeutet, wir brauchen jetzt am Anfang für das erste
Teil, für den ersten Teil des Gestells brauchen wir auch diesen Anschlag nicht, den brauchen wir später. Aber jetzt weiter am Text. Also, wie fangen wir an? Im besten Fall haben wir uns irgendwie einen Plan gezeichnet. Vielleicht werde ich den irgendwie bei den Rohrschraubzwingen, wenn man den sich kauft, dann kostenlos dazugeben für die Leute, die sich halt eben die Rohrschraubzwingen nehmen. Genau, werde ich aber vielleicht später noch was dazu sagen. Als erstes legen wir mal die Holzteile genauso hin, wie wir sie auch gezeichnet haben. Das heißt, das hier muss das Teil mit 580 mm sein. Wir legen sie so hin, wie sie dann auch später verbunden werden sollen. Also die schöne Seite im besten Fall nach oben. Und hier die Teile kommen so hier hin. So soll es verbunden werden, weil es um Plan steht. Also, ich brauche also hier eine Fräsung und hier eine Fräsung. Damit wir jetzt hier nicht irgendwie einen Fehler machen oder. Schaut euch ganz genau an, wie ich die Teile nehme. Ich nehme die und klappe die so rüber, wie ich sie dann später auch fräsen muss. Das mache ich bei allen Teilen. Da mache ich es überall mal gleich. Das bedeutet, ich nehme mir dieses Teil so, kann es fräsen, kann es wieder zurücklegen. Dann nehme ich mir das nächste Teil, kann es fräsen, kann es wieder zurücklegen. Und so tue ich das Ganze dann. Und jetzt gehen wir zur Fräse, dann zeige ich euch, wie ich das Ganze spanne, wie ich die Abstände einhalte und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite der Werkbank angekommen, sehen wir jetzt die Teile, die habe ich jetzt gerade so genommen. Ich weiß jetzt theoretisch gar nicht mehr genau, wenn ich jetzt nicht drüber schauen würde, wo die liegen. Aber weil ich alle Teile immer gleich nehme, das bedeutet, hier muss eine Fräsung drin sein. Das heißt, das muss automatisch oben liegen, damit ich hier waagerecht reinfräse. Und das wird dann später so zusammengeklappt. Das heißt, hier unten muss auch eine Fräsung dran kommen. Jetzt brauchen wir hier einen Abstand. Wir nehmen einfach die Materialdicke, dann endet dieses Teil hier bündig mit der Kante. Und dafür nehme ich hier dieses Teil. Das lege ich jetzt einmal unten hin. Das hat auch zwei Einsätze, die wir jetzt hier haben. Also wir sind hinten bündig. Jetzt nehme ich mir das Teil, lege es hier drauf und spanne damit auch das Holz. So verhindern wir einfach, dass wir Druckstellen haben. Und das war's. Jetzt können wir das Ganze fräsen. Jetzt seht ihr, dass die Teile später so miteinander verbunden werden können. Das heißt, hier unten in der Ecke sollte die Verbindung sein, also die erste, die wir jetzt gemacht haben. Das heißt, das legen wir jetzt genauso wieder hier hin. Als nächstes schnappen wir uns das nächste Teil. Das heißt, hier müssen wir jetzt fräsen. Das nehme ich mir jetzt wieder. Ich nehme hier vorne meinen Abstandshalter. Auflegen, niederspannen. So, alles gefräst. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich es mache. Ich finde, das ist eine schöne Eselsbrücke, dass man sie ein bisschen besser behalten kann. Als nächstes kommen wir zum Verleimen. Ich finde es einfach auch schön, so gerade bei dem Hobby oder gerade, ich mache es ja ein bisschen mehr, wenn man das rein als Hobby hat. Ich finde einfach, bei einem Hobby ist es schöner, wenn viele Dinge ein bisschen einfacher von der Hand gehen. Und das ist dann auch oftmals die Übung und halt einfach so ein paar kleine Helferlein. In dem Fall will ich euch unbedingt empfehlen, wenn das nächste Mal was verleimt, nehmt euch hier so eine Kiste mit Wasser und mit einem Schwamm. Habt ihr einfach immer da, wenn ihr was verleimt, dass ihr diesen Leimaustritt direkt wegwischen könnt. Jetzt das nächste mit diesen Flachdübeln. Wie machen wir da am besten den Holzleim drauf, damit es am meisten Sinn macht? Also generell, ich bestreiche gerne hier diese Fläche noch mit Holzleim. Bedeutet, wenn ich da als erstes den Holzleim reinmachen würde und hier die Flachdübel reinpacken würde, dann würde der Holzleim hier runterlaufen. Ich hole euch noch mal ein bisschen näher ran und zeige euch, wie ich es mache, damit ich ein bisschen weniger Sauerei habe. Die Verleimung führe ich auf Rohrschraubzwingen aus. So, damit wir einfach eine gerade Unterlage haben. Hier die Teile legen wir flach hinten dran. Und jetzt liegen unsere Teile immer noch genau so, wie wir sie gleich verleimen werden. Bedeutet, hier können wir Holzleim reinmachen. Der Holzleim kann ja dann runtertropfen, währenddessen wir das hier fertig machen. Und dann läuft der Holzleim auch nicht auf die Werkbank. Weil wenn wir damit jetzt anfangen würden, dann müssten die Teile ja hier so stehen bleiben und der Holzleim wird hier schon mal runtertropfen. Das ist doof. Und deswegen fange ich hiermit ganz gern an. Da können wir uns jetzt auch genügend Zeit lassen. Der läuft jetzt automatisch unten in die Fräsung ein. Und den Rest mache ich jetzt mit dem Teil hier, mit dem Leimboy. Und wenn der gut gefüllt ist, dann könnt ihr auch einfach hier Leim auf den Flachdübel aufgeben. Steckt den Flachdübel hier rein. Und weil ihr jetzt auch in der Mitte diesen Wasserbehälter habt,
könnt ihr jetzt hier gut den Holzleim auftragen. Und da ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ihr auf die Längskante Holzleim ebenfalls aufträgt. Und jetzt haben wir im Prinzip alles wie im Bilderbuch gemacht. Jetzt können wir die Teile einstecken. Der Flachdübel ist komplett mit Holzleim benetzt. Wir haben einen schönen Leimaustritt. Wir können das jetzt hier zusammenstecken. Klar, es wird jetzt trotzdem immer noch ein bisschen Holzleim runtertropfen, weil der auch rausquillt. Aber wir haben jetzt keinen Leimtropfer auf der Werkbank, weil der Holzleim einfach an der Leimstelle runtergerutscht ist. So, jetzt brauchen wir einfach zwei Rohrschraubzwingen. Sowas verleime ich auch mittlerweile lieber mit Rohrschraubzwingen, weil ich das Gefühl habe, dass die eher das Ganze im 90-Grad-Winkel halten, weil die einfach gerade auf das Holz drücken und nicht wie so eine normale Schraubzwinge. Die verdrückt ja manchmal so ein bisschen das Holz. Und jetzt können wir hier ein bisschen Spanndruck ausüben, schauen, dass das Ganze schön bündig oben und unten ist. Ja, das passt. Zwei Schraubzwingen. Innen haben wir Leimaustritt. Den werden wir jetzt wegwischen, weil er ist immer ein bisschen fies zu schleifen. Also im Prinzip, finde ich, kann man ihn gar nicht so wirklich gut schleifen. Deswegen wische ich das lieber weg. Und diese rauen Holzfasern, die sich jetzt so ein bisschen aufstellen wegen dem Wasser, die kann man mit ein bisschen Handschleifpapier schleifen. Und alles, was ich jetzt noch an Leimaustritt sehe, oben und da, wo ich halt eben dran komme, da gehe ich einmal mit dem Lappen drüber. Und so haben wir eine tolle Leimverbindung, die später auch nicht mehr so aufwendig ist zu bearbeiten. So, ihr seht, oben ist kein Leim mehr. Innen ist auch kein Leim mehr. Hier gehen wir jetzt immer drüber. Wir haben eine schön bündige, na gut, fast bündige Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass bei Fichtenholz eher mal so ein Versatz da ist als bei Hartholz. Genau, aber das hier ist, wie gesagt, mehr als in Ordnung. Genau, und das kann jetzt so trocknen. Ein paar Tage sind vergangen. Jetzt werden wir mit den Flachdübelverbindungen weitermachen. Und auch hier habe ich mir wieder einiges markiert. Alles mit Kreppband, damit ich später die Bleistiftstriche nicht wegschleifen muss. Und da werde ich euch einmal kurz zeigen, dass ihr vielleicht auch, falls ihr damit noch ein paar Probleme habt, mir hier so ein bisschen was abschauen könnt, dass es bei euch auch vielleicht ein bisschen einfacher funktioniert. Denn wir wollen die Flachdübelverbindung auch jetzt hier mittig reinpacken. Das heißt, einfach so mit dem Anschlag oben dran geht nicht. Da müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Werde ich euch jetzt kurz zeigen, wie ich es erstmal markiert habe, dass es hoffentlich sehr einfach funktioniert. Also, das ist die linke Wange, die rechte Wange. Die werden später senkrecht oben nach oben stehen. Deswegen habe ich mir als erstes mal die untere Seite markiert. Das bedeutet, das hier ist unten und das hier ist unten. Hier haben wir dann noch einmal so die Ausrichtung, wo halt eben diese Seite hier sein soll. Die soll gleich sein mit hier dieser Seite. Deswegen habe ich das Ganze so gemacht, dass wenn ich das nach oben klappe, diesen beiden blauen Kreppbandstreifen halt eben gleich stehen, damit sie halt eben nicht verdreht sind. So viel erstmal dazu. Als nächstes können wir dann im Prinzip anfangen, hier mit unserem Anschlag alles zu fräsen. Also hier mit unserem Anschlag. Da können wir einfach unsere Materialdicke einstellen, beziehungsweise wir können einfach die Hälfte unserer Materialdicke einstellen. Wenn wir hier 15 mm einstellen, dann passt das bei einer 30er Ware, also bei einem 30er Kantholz sind wir dann genau mittig, auch mit unserer Schneide mittig halt eben auf unserem Holz positioniert. Jetzt schauen wir uns diese Seite mal an. Die ist im Prinzip gleich mit der Seite hier. Da sehen wir hier einmal ein paar Markierungen. Das hier ist die Höhe, das bedeutet, wo meine Flachdübelfräse später so positioniert werden soll. Und hier sehen wir unseren Strich. Da werde ich mir später ein Kantholz nehmen und werde das auf diesen Strich spannen und werde dann so später perfekt mittig in meiner 75 mm breiten Kantholz diese Fräsung machen. Das können wir jetzt alles fräsen, hab mal alles markiert. Und dann können wir es dann auch schon wieder verleimen. Ich bin mir echt langsam am Überlegen, dass ich mir einen zweiten Staubsauger zulege, tatsächlich nur für meinen Exzenterschleifer. Da werde ich auch schon angerufen. Konnte, hallo? Ja, hallo, ich rufe an wegen Ihrer Störung beim Sex-Schnitt. Hallo. Also, ich bin mal langsam überlegen, dass ich mir einen zweiten Staubsauger zulege, tatsächlich nur für den Exzenterschleifer. Der Axel, also der Mobmaster, der hatte auch ein cooles System. Das werde ich hier vielleicht mich auch benutzen mit einem kleineren Schlauch, wirklich dann nur für diesen Exzenterschleifer. Und genau, dass ich den Staubsauger hier für so diese freien Arbeiten nutzen kann und halt auch eben vor allen Dingen für die Flachdübelfräse. Schreibt es mir gerne mal, wenn ihr auch zwei Staubsauger benutzt, weil ich habe auch hier nicht so ein Klicksystem, dass ich halt eben mit einem Stecker die ganzen Maschinen bedienen kann. Da gibt es ein paar Systeme, die man nachrüsten kann, aber so richtig happy bin ich damit dann auch nicht. Deswegen wären es dann wohl wahrscheinlich zwei Staubsauger, weil wenn man die Stecker nachrüsten würde, wären das wahrscheinlich schon so die Kosten für so einen zweiten Staubsauger.
Where is the measuring tool? Measuring tool, where are you? Also, hier habe ich meine beiden Markierungen. Da lege ich das Holz jetzt hier an und spanne es einfach einmal fest. Vorher natürlich noch den Anschlag demontieren. Dann geht's ab. So, das sollte jetzt alles so einigermaßen stimmen. Hoffen wir es mal. Das bedeutet, jetzt können wir anfangen zu leimen. Während das Gestell trocknen kann, werden wir uns jetzt mal um die Löcher kümmern. Ich werde hier einen 30er Forstnerbohrer benutzen. Bei den 3/4 Zoll Rohren ist das eine sehr, sehr gute Größe. Da wackeln die nicht so viel rum, sie haben nicht so eine undefinierte Position. Das heißt, bei einem 3/4 Zoll Rohr ein 30er Forstnerbohrerloch ideal. Mit dem Anschlag eingestellt können wir jetzt einmal alles bohren und das wird jede Menge Späne ergeben. Und hier an diesem wunderschönen Ruby-Frästich werden wir jetzt eine große Faser anfräsen, damit wir halt eben die Rohre besser in das Gestell reinfeuern können. Was eine schöne Maschine. Als nächstes kommen wir mal zu den Dingen, um die es halt eben im Prinzip geht. Und zwar sind es halt in dem Fall die Rohrschraubzwingen. Wo habe ich die her? Von mir selbst. Ihr könnt die bei mir im Onlineshop bestellen. Die gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube, seit 4 Jahren und die sind wirklich nicht mehr wegzudenken. Bei allen Massivholzprojekten benutze ich die. Da, wo ich halt eben Massivholz verleimen muss, heute bei dem heutigen Projekt habt ihr auch gesehen, wenn er Rahmen verleimt, ist das auch oftmals ein bisschen einfacher, hier mit den Rohrschraubzwingen das umzusetzen, weil er dann direkt eine plane Auflage habt. Also ich erkläre es nochmal ganz kurz, warum ich von denen auch so überzeugt bin. Generell, wenn er ein Brett verleimt, wie zum Beispiel hier sowas, und ihr wollt diese beiden Bretter hier verleimen, oder ich sage mal 3, 4 Stück, da hat man normalerweise schon mal 4 Schraubzwingen mit so einer Beilage, dass man das Ganze eben hält. Und dann braucht man nochmal 3 bis 4 oder sagen wir mal 2 bis 4 Schraubzwingen, damit wir halt auch eben diesen Anpressdruck hier aufbringen können. Das bedeutet, wir brauchen bei normalen Schraubzwingen, wenn wir so ein Brett verleimen wollen, relativ viele. Ganz, ganz wichtig. Ich selbst würde mir auch keine Rohrschraubzwingen kaufen, wenn ich sehr, sehr selten solche Bretter verleime. Das ist wirklich für all diejenigen, die sagen, okay, ich mache ein bisschen öfters was mit Massivholz, ich mache mir öfters mein eigenes Leimholz. Für die ist das Ganze halt eben interessant, denn da braucht man halt eben umgerechnet nicht mehr so viele Schraubzwingen. Wenn ihr so ein Brett habt, dann nehme ich 3 bis maximal 4 Rohrschraubzwingen, 2 auf dem Boden. Mit der dritten presse ich dann oben auf das Brett auf, um das Ganze halt eben bündig zu halten. Wenn die Bretter dann doch bei zu viel Holz einfach rutschen, kann man auch mal mit einer Zwinge das nach unten drücken. Da braucht man aber nur eine. Das heißt, unterm Strich braucht ihr, wenn ihr Massivholz verleimt, weniger Rohrschraubzwingen als normale Schraubzwingen, wo dann so der Preis nochmal ein bisschen gerechtfertigter ist, weil man halt unterm Strich nicht so viele braucht. Ich habe mir so einen Gewindeschneidsatz gekauft, dass ich die 3/4 Zoll Rohre selber oben schneiden kann, also das 3/4 Zoll Gewinde. Für euch, wenn ihr wirklich nicht so viele Schraubzwingen braucht, dann würde ich euch empfehlen, so entweder 1,50 Meter oder 2 Meter Stab zu nehmen und einfach in der Mitte durchzuschneiden. Ich habe mir jetzt nochmal im Baumarkt 2 Meter Stangen gekauft, einfach, dass ich es euch heute zeigen kann. Da werde ich 2 60 cm Streifen rausschneiden und dann noch einen 80 cm Streifen aus der Stange, denn meine Standardlängen an Rohrschraubzwingen sind 60 cm und 80 cm. Da habe ich jetzt im Baumarkt aber wirklich nur 3 Stück gekauft, denn ich habe bei meinem Stahlhändler 60 Meter bestellt. 60 Meter Rohrschraubzwingen, das bedeutet, ich kann locker 60 1 Meter Zwingen rausbekommen. Oder halt eben 60 cm Varianten, wie es halt eben dann noch machen möchte. Ganz genau. Also, wenn ihr kein Rohr
Schneidgewindesatz kaufen möchtet, würde ich euch einfach so einen langen Stapel empfehlen, weil da habt ihr auf beiden Seiten halt das Gewinde, was ihr braucht. Schneidet es in der Mitte durch und ihr könnt aus einem Stab schon direkt zwei Stäbe machen. Da kommt ihr auf jeden Fall ein gutes Stückchen günstiger hin. Ganz genau. Das heißt, die werden wir jetzt einmal in der Mitte halbieren. Und die 2 Meter Stäbe werde ich in 60 cm Abschnitte und halt eben einen 80 cm Abschnitt zuschneiden. Also das werden wir jetzt einmal markieren. Und dann geht's zur Kaltgreifsäge. Schaut mal, so kleine Rollen habe ich seit Jahren nicht mehr verwendet. Aber bei dem anderen Gestell haben die auch ganz gut performt. Deswegen werde ich hier auch direkt kleine Rollen benutzen. Dann kann ich mir hier das ersparen, so ein Dreieck drauf zu leimen, dass die größeren Rollen Platz haben. Wie montiert man denn so eine Rohrschraubzwinge? Da werde ich tatsächlich oftmals noch gefragt, wie das funktioniert. Es ist super simpel. Also wir haben hier unseren Teil der Rohrschraubzwinge, der auch dieses Schraubgewinde hat. Also einmal hier oben das Schraubgewinde, um den Druck aufzubringen. Hier unten ist ein 3/4 Zoll Gewinde drin. Das können wir dann auf unser Rohr aufschrauben. Ich würde euch auch empfehlen, dass er die wirklich, wirklich stramm draufschraubt. Also dass er so vielleicht auch einen Schraubstock reinpackt und die richtig schön fest anzieht, weil dann verdrehen die sich halt eben nicht bei der Arbeit. Und genau, der lose Backen, da haben wir hier diese 4 Klammern. Das stülpen wir einfach hier so drüber. Und das können wir dann halt eben auf unserem Rohr verstellen, so wie wir es halt eben brauchen. Wir werden jetzt 3/4 Zoll Gewinde selber schneiden. Dafür habe ich mir hier dieses Set gekauft. Das hat, glaube ich, um die 30 oder 40 Euro gekostet. Da können wir verschiedene Aufnahmen reinstecken. Das hier ist zum Beispiel die für 3/4 Zoll Rohre. Und genau, ich werde euch das Set mal verlinken. Wie gesagt, das war einfach eins der günstigeren. Die sind aber eigentlich alle relativ gleich, so was ich jetzt gesehen habe, mal auf Amazon. Dafür brauchen wir unbedingt einen Schraubstock, weil ohne wird es hier nicht gehen. Und wir müssen das Teil hier wirklich richtig anknallen, weil sonst funktioniert das nicht. Danach nehmen wir hier unseren Gewindeschneider. Wir können hier die Richtung einstellen, damit können wir auch den Span brechen. Ich habe es jetzt mal ohne Span brechen gemacht, weil es ein bisschen schneller ging. Und am Anfang müssen wir erstmal schauen, dass wir beißen. Am Anfang ist es echt noch leicht. Wir können das jetzt wie so eine Ratsche hier rüber drehen. Und wenn alle Schneiden auf dem Rohr drauf sind, dann wird es auch langsam anstrengend. Aber mit ein bisschen Öl geht es auf jeden Fall auch schon ein gutes Stück besser. Wir haben einmal alles geschnibbelt. Jetzt drehen wir das Ganze rum. Und können unseren 3/4 Zoll Rohrgewindeschneider jetzt abdrehen. Wenn wir viele Rohrschraubzwingen brauchen, können wir so relativ viel Geld tatsächlich sparen. Also Leute, das ist das Gestell für meine Rohrschraubzwingen. Tatsächlich plane ich sogar noch, je nach Aufkommen der Stirnholzschneidebretter, da sieht es aber bedeutend besser schon aus im Vergleich zu den Längsholzschneidebrettern, plane ich auf jeden Fall noch ein drittes Gestell zu bauen, eventuell auch ein viertes. Dann habe ich unterm Strich ungefähr, ja, was haben wir hier? 2, 4, 6, 7, 14, 11, 28, sagen wir mal 30, 60. Ja, also so um die 120, um die 150 Rohrschraubzwingen. Das ist so das, was ich mal vorstellen kann, was ich hier alleine noch irgendwie nutzen kann, ohne dass ich, oder dass das halt eben alles noch funktioniert. Ihr werdet sehen, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das hier ist so mein, ja, mein Projekt, um etwas mehr Ordnung mit den Rohrschraubzwingen zu bekommen. Und ich denke, so die Menge der Rohrschraubzwingen auf einer Stelle und das Ganze noch gebündelt, so dass man es praktisch nutzen kann, ist hier einfach ideal. Wer Bock auf Rohrschraubzwingen hat, derzeit sind sie hoffentlich wieder verfügbar, weil ich ja immer mittlerweile irgendwie 1-2 Monate vorproduziere. Jetzt derzeit sind sie nicht mehr so wirklich vorrätig, weil ich halt eben hier selber viele Rohrschraubzwingen aus dem Lager zu mir bestellt habe. Aber ansonsten könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Vielleicht ist auch ein kleiner Rabatt, wenn das Video hier rauskommt, auf den Rohrschraubzwingen. Aber ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Geil, Werkzeug. Ja, bei Brauche größere Werkstatt.